Herzlich willkommen hier zum vierten Messetag auf der Messebühne der Neuen Musikzeitung. Ich freue mich über ein ganz besonderes Gipfeltreffen heute. Zwei Fachfrauen an meiner Seite, die sich beide mit dem Thema Musikpädagogik beschäftigen und beide auch mit einem ganz bestimmten Projekt schon lange beschäftigen in unterschiedlichen Funktionen. Ich begrüße sehr herzlich Anja Bossen, Musikpädagogin, Mitglied im Bundesvorstand der Fachgruppe Musik in Verdi und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Potsdam. Herzlich willkommen. Und neben ihr steht Birgit Walter. Sie ist auch Musikpädagogin, unter anderem, neben vielem anderem, Sängerin, Betriebswirtin und alles mögliche andere. Und sie ist hier, weil sie die Chefin der Jeki-Stiftung ist und damit verantwortlich für das Projekt oder für das Programm, habe ich gerade gelernt, Jedem Kind ein Instrument. Davon reden sehr viele Menschen und es hat auch viel bewirkt. Und wir werden heute ein paar Punkte davon ansprechen und gucken, wie sieht es aus mit Jeki und auch, wie geht es weiter, was haben Sie vor? Ganz zu Anfang, Frau Walter, letztes Jahr haben Sie eine große Tagung gemacht. Da ging es um Forschungsergebnisse zum Thema Jedem Kind ein Instrument. Wissen Sie jetzt alles über Jeki? Nein, natürlich nicht. Das fängt auch schon gleich damit an, dass nicht wir diese große Tagung gemacht haben, sondern das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Es handelte sich nämlich eben gerade nicht um eine Evaluierung des Jeki-Programms, sondern um ein Forschungsvorhaben, was daran aufgehängt war, dass es überhaupt erstmals eine so große Vielzahl von Kindern gab, die einem vergleichbaren musikalischen Ausbildungsprogramm unterliegen. Eine Evaluierung als solche würde noch ausstehen. Okay, kommen wir nachher noch mal zu vielleicht. Frau Bossen, Sie begleiten das Projekt als Musikpädagogin, als interessierte Musikpädagogin, aber auch als Journalistin. Sie haben schon viel publiziert zu dem Thema und das eine oder andere kritische Wort auch drüber verloren. Meine erste Frage, wie sehen Sie dieses Projekt als musikpädagogisches, frage ich an Sie beide, als musikpädagogisches Projekt oder ist es doch eher ein sozialpädagogisches Projekt nach dem Motto, wie es, glaube ich, eingangs auch mal propagiert wurde, Venezuela ist jetzt im Ruhrgebiet. Wie sehen Sie das Projekt? Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, als was ich es sehen soll, denn in der Tat ist ja nicht geklärt, ob es ein musikpädagogisches oder ein sozialpädagogisches Projekt sein soll. Und ich habe auch keine ausformulierten Ziele gelesen oder gehört irgendwo. Das heißt, dieser Vorwurf, den ich ja schon mal 2010 auch erhoben habe in einer Stellungnahme, dass man das nämlich gar nicht sagen kann, existiert für mich nach wie vor. Und wenn ich mir die Begleitforschung angucke, ob es ein Forschungsprogramm heißt oder Evaluation, dann kann ich es auch hier nicht wirklich feststellen. Also es werden eigentlich vielleicht mehr sozialpädagogische Aspekte untersucht, wobei man dann auch sagen müsste, also Musik in der sozialen Arbeit hat nochmal eine ganz andere Bedeutung als eben Musikpädagogik mit musikpädagogischen Zielen und ich kann weder das eine noch das andere so richtig feststellen, dass das untersucht wurde. Frau Walter, Venezuela im Ruhrgebiet? Natürlich nicht. Also Venezuela propagiert ja Social Change through Music Education. Wir haben einfach ganz andere Voraussetzungen in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet. Das kann nicht eins zu eins so übertragen sein. Ich würde mich auch nicht darauf verkämpfen, sagen zu wollen, es ist jetzt entweder ein musikpädagogisches oder ein sozialpädagogisches Programm. Ich würde sagen, es hat von beidem Elemente, allerdings mit einem sehr, sehr großen Schwerpunkt im Bereich auf die musikpädagogische Ausrichtung. Schon alleine die Tatsache, dass Jeki ja wirklich erstmals das Ziel verfolgt, Kinder unabhängig von ihrer Herkunft an die Musik heranzuführen, zeigt ja schon, dass ein sozialer Aspekt insofern enthalten ist, als dass auch die Lehrkräfte die Aufgabe erhalten, Kinder überhaupt erstmal für Musik zu begeistern. Das heißt also, ihnen sozusagen einen Wert zu vermitteln, den sie vielleicht vorher als solchen gar nicht kannten. Und da sind wir schon sehr, sehr nah an sozialpädagogischen Aspekten. Ich würde gerne direkt darauf antworten. Ich glaube, ein Problem der Lehrkräfte ist in der Tat, dass sie auch nicht wissen, ob es sozialpädagogisch oder musikpädagogisch ausgerichtet ist. Die Lehrkräfte haben ja einen Bildungsauftrag als Musikschullehrer und ihnen ist, glaube ich, selber auch nicht so wirklich klar, ob sie jetzt eigentlich mehr als Sozialpädagogen oder eben als Musikpädagogen gefragt sind. Und ich glaube, dass viele Konflikte und Probleme, die daraus auch entstehen, auch Unzufriedenheit von Lehrern, durchaus damit zu tun hat, dass man ihnen eigentlich nicht genau sagt, was ihre Aufgabe ist.
Und das führt natürlich dann auch zu Frustrationen. Ich würde gerne direkt einhaken in Bezug auf den Begriff des Bildungsauftrags. Genau das sehe ich nämlich tatsächlich auch. Weg vom traditionellen Schülermeisterprinzip, was ja darauf aufbaut, dass nur die Kinder unterrichtet werden, die auf irgendeinem Wege den Weg in die Musikschule gefunden haben. Das setzt ja in dem Alter, in dem wir von Jeki sprechen, schon mal voraus, dass ein Elternhaus überhaupt den Weg unternommen hat, Kinder an die Musikschule zu bringen, sie dort anzumelden. Mit Sicherheit ist auch ein Interesse an Musik im Elternhaus vorhanden. Genau das haben wir bei der Klientel, die die neue Zielgruppe sozusagen ist, die durch Jeki erschlossen werden soll, eben gerade nicht. Und genau da sehe ich den Bildungsauftrag. Musikschule nicht unbedingt als die Stelle, auch als die Stelle, wo genau diese Kinder, die früher auch schon an der Musikschule waren, unterrichtet werden, aber eben auch sozusagen dieses Rausgehen, Werte vermitteln, überhaupt erstmal sozusagen missionieren, dass es da etwas gibt. Das an sich finde ich auch völlig in Ordnung. Ich begrüße es ausdrücklich, die Fachgruppe Musik begrüßt es ausdrücklich, dass in der Tat auch Kindern, die bisher von zu Hause nicht an ein Instrument herangeführt wurden, jetzt diese Möglichkeit haben können. Die Frage ist allerdings, wenn sich jetzt zeigt, dass am Ende des vierten Jahres nicht mehr wirklich viele Kinder weitermachen oder vielleicht auch schon nach dem zweiten Jahr viele aussteigen, also müsste man einfach auch mal die Zahlen wissen, wie viele eigentlich jetzt übrig bleiben am Ende des vierten Jahres, die diese Chance auch weiter nutzen wollen. Jedenfalls müsste man trotzdem gucken, wie geht es dann weiter? Also wie viele interessieren sich überhaupt dafür, jetzt weiterzumachen und welche Möglichkeiten haben sie dann auch dazu? Würde ich gleich gerne noch stellen, die Frage. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese Frage musikpädagogisches oder sozialpädagogisches Projekt. Wenn wir sagen, es ist auch oder im Wesentlichen ein musikpädagogisches Projekt, dann ist die Frage der musikalischen Qualität ja auch steht im Raum. Denn dann müssen die Lehrer auch sagen, ich will da auch was Gutes rauskriegen. Nun gibt es Kritiker, dazu, zu denen Sie sicherlich auch gehören, die sagen, ja, in so einer Klasse, wo alle Kinder zusammenkommen, da mangelt es eben an dieser Qualität. Sie haben einen schönen Artikel geschrieben zum Thema ein Jahr mit vier Tönen. Ein bisschen boshaft, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber die Grundfrage ist ja doch die, wo bleibt die Qualität in solchen Projekten, die es ja nicht nur im Ruhrgebiet inzwischen gibt, sondern auch in anderen, aber für die Jeki ja exemplarisch steht. Also vielleicht erstmal mit zwei Dingen würde ich gerne aufräumen sozusagen. Zum einen der Begriff Ein Jahr mit vier Tönen, das ist ja der Titel des Jeki-Films, der im Übrigen nicht von der Stiftung erfunden worden ist, ist sehr unglücklich und sehr missverständlich, denn er suggeriert, dass die Kinder nach einer gewissen Anzahl im Programm, wenn es ganz schlimm läuft, bis zum vierten Schuljahr, lediglich vier Töne gelernt haben. Das ist natürlich ganz grober Unfug. Es geht darum, dass die Kinder auf eine bestimmte Art und Weise auf ihren Instrumenten an den Tonraum herangeführt werden, nämlich so, dass sie im ersten Jahr, wo sie dann gemeinsam musizieren, das ist das dritte Schuljahr, einen gemeinsamen Tonraum haben. Das sind diese vier gemeinsamen Töne, aber nicht die Töne, also das weiß, glaube ich, jeder. Also es wäre geradezu eine Leistung im etwas ironischen Sinne, wenn man drei Jahre Instrumentalunterricht macht und am Schluss kommen nur vier Töne raus. Das zu der einen Sache. Das muss ich gerade überlegen. Ich wollte noch für eine andere Sache gerade. Kommt gleich wieder. Aber Frau Bossen, ich habe jetzt sozusagen das Zitat aus dem Film tatsächlich Ihnen in den Mund gelegt, aber Sie haben darauf reagiert in Ihren Artikeln. Ja, meine Frage an Sie ist, was können die Kinder denn aber tatsächlich nach den vier Jahren oder am Ende des ersten, zweiten, dritten und vierten Jahres? Müsste es nicht so sein, wie es ja auch im schulischen Musikunterricht zum Beispiel so ist oder wie es auch nach den Lehrplänen des VDM so ist, dass Sie schon sagen, das und das und das sollen die Kinder erfahren haben oder das und das soll tatsächlich musikalisch rauskommen. Also sie sollen auch ein musikalisches Wissen und musikalisches Können erworben haben. Und hier ist mir einfach nicht klar, ob Sie sagen, ja, also irgendwie vier Töne oder was sollen die machen mit den vier Tönen? Was bedeutet das genau? Sie sollen einen bestimmten Tonraum erfahren haben. Zum einen mal, ich glaube, das ist ein etwas differenzierteres Spektrum. Man kann, glaube ich, nicht sagen, wenn man ein Programm mit 60.000 Kindern führt, was alle diese Kinder am Schluss lernen sollen, denn das ist genauso, als wenn ich in einer Musikschule sagen würde, die Kinder, die so und so viele Jahre im Musikunterricht sind, haben hinterher das und das gelernt. Wir haben sowohl im Jeki-Programm als auch im Kernbereich der Musikschule Jugendmusiziert-Preisträger, wir haben auch Leute, bei denen es vielleicht nicht ganz so schnell vorgeht, die sozusagen in ihrem relativen Tempo in Bezug auf das, was sie einbringen an Engagement, an der Begabung, die sie mitbringen, in ihrem Tempo voranschreiten. Also ich glaube, diese Haltung in Jeki muss es einen
gesichertes Leistungsspektrum über alle 60.000 Kinder hinausgeben, was alle erreichen müssen, dann müsste man streng genommen an den Kernbereich der Musikschule ebenso heranführen. Wenn Sie aber wissen wollen, was wir sozusagen geplant haben, dann kann man eigentlich ganz gut in unseren Lehrwerken schauen. Das ist im Prinzip das, was die Kinder im zweiten, dritten und vierten Schuljahr an Unterrichtsmaterialien von unserer Seite aus, ist es ja nicht verbindlich, auf den Weg gebracht bekommen. Meine Frage ist aber trotzdem nochmal, wie finden Sie denn raus, ob die das nun tatsächlich können, was in den Lehrwerken steht? Indem wir hospitieren, indem wir uns anschauen, wie es läuft. Wir haben natürlich auch regelmäßige Austauschtreffen mit den Musikschulen und schauen uns an, was die an Rückmeldungen geben, also auf die ganz normale Art und Weise. Was ist mit dem schwächsten und dem stärksten Glied in dieser Gruppe? Kann es sein, dass das stärkste Glied sozusagen dann darunter leidet, dass es eben in einer Gruppe unterrichtet wird und mit dem Niveau mithalten muss, ohne dass es vielleicht besonders gefördert wird? Das ist halt die große neue Herausforderung an die Lehrkräfte und da möchte ich auch eben mal wirklich eine Lanze für die Lehrkräfte brechen, die natürlich sehr, sehr kurzfristig auf eine so große Herausforderung losgelassen worden sind. Das Programm ist ja sehr, sehr schnell gestartet. Das unter einen Hut zu bekommen, was eigentlich ein Grundschullehrer oder eine Lehrerin sehr gut beherrscht, innerhalb einer großen Gruppe, sehr viel größeren Gruppe, eine Binnendifferenzierung durchzuführen. Das haben viele, viele Musikschullehrkräfte schlicht und einfach nicht in ihrem Studium mit auf den Weg bekommen. Das ist eine große Herausforderung, das sieht man auch wenn es keine Evaluierung ist, an den Fragen, die zu diesem Thema in der BMBF-Forschung gestellt worden sind. Solche Fragen wie, ich fühle mich gewappnet für, da kommen also dann Ergebnisse raus, die allerdings auch erhoben im Jahre 2008/09 doch deutlich machen, wie groß die Not da war. Das ist die Aufgabe von der Stiftung, die sie auch erfüllt, durch Fortbildungen hier entsprechend nachzuhelfen und natürlich auch nach und nach in Bezug auf die Ausbildung an den Hochschulen einzuwirken, dass nicht eine andere Ausbildung an den Hochschulen stattfindet, sondern dass das Ausbildungsspektrum erweitert wird, dass die Lehrkräfte sowohl in der Lage sind, einen Einzelunterricht zu machen, als auch einen Großgruppenunterricht und einfach diese Techniken vermittelt bekommen. Wie motiviert sind denn die Lehrer, sich tatsächlich dieser Fortbildung oder diesen neuen Herausforderungen zu stellen, Frau Bossen? Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist, nur genau wissen wir es ja eigentlich nicht. Also ich weiß, dass es Lehrer gibt, die Jägi ganz prima finden und gerne darin unterrichten. Es gibt eben Lehrer, die es nicht gerne machen, die es aber auch machen müssen, wenn sie vom Musikschulleiter dann eben zum Beispiel angewiesen werden, das zu machen. Aber man könnte das ja zum Beispiel mal evaluieren. Wie motiviert sind die eigentlich? Und wie verbindlich ist es eben auch, dass man ihnen sagt, am Ende des ersten, zweiten, dritten und vierten Jahres soll eben das und das aus den Unterrichtswerken dann auch geschafft sein. Ich habe zum Beispiel gehört, dass es gar nicht so ist, dass alle Lehrer diese Unterrichtswerke auch benutzen müssen, sondern dass eigentlich jeder Lehrer so ziemlich machen kann, was er will. Das heißt, die Ziele sind ja dann auch nicht verbindlich. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie geht man vor? Macht man ein Lehrwerk und setzt es verbindlich voraus, dass alle das machen müssen, dann bekommt man als Kritik zurück, dass man natürlich sehr, sehr festgezurrt ist. Und ich glaube, dass eine Lehrkraft, die sich ihren eigenen Weg sucht, auch unabhängig von dem Lehrwerk, was wir für Jägi uns überlegt haben, dass das ein sehr, sehr guter Unterricht sein kann. Das ist die eine Seite der Medaille. Lässt man es frei, kriegt man natürlich dann den Vorwurf, dass man nicht eindeutig festgelegt hat, was man sich vorgestellt hat. Ich glaube, der Weg, den wir von Seiten der Stiftung aus eingeschlagen haben, der, dass wir etwas anbieten, aber es nicht verbindlich machen, lässt beide Möglichkeiten offen. Diejenigen, die ein bisschen Anleitung, Unterstützung brauchen sozusagen, weil sie sich noch vielleicht aus eigener Erfahrung nicht damit auseinandergesetzt haben, finden in dem Lehrwerk die Möglichkeit, mit den Kindern nach dieser Art und Weise zu unterrichten. Aber die, die vielleicht schon sich ihre eigenen Wege entwickelt haben, die kriegen es nicht verboten, diesen Weg auch weiterzugehen. Ich habe noch eine Nachfrage, nämlich wissen Sie denn, ob die Lehrer, die mit den Lehrwerken arbeiten, diese Ziele, die darin formuliert sind, so steht ja auch drin, in welchem Zeitraum dann welches Lehrwerk durchgearbeitet sein sollte, ob sie diese Ziele überhaupt erreichen? Also ist das überhaupt realistisch? Haben Sie da schon irgendeine Rückmeldung von den Lehrkräften? Natürlich. Also zum einen haben wir ja Fortbildungen, die auch diese Lehrwerke einführen und wir sind ja im permanenten Austausch mit den Musikschulen, die wiederum mit ihren Lehrkräften im Austausch sind. Also wir bekommen da schon Rückmeldungen. Und wie sieht's aus? Werden die Ziele erreicht? So, wie sie wahrscheinlich in jeder Musikschule, auch wenn sie die Frage stellen, und kann ein Kind, was den ersten Band der Klavierschule XY jetzt durchgearbeitet hat, kann das nach dem Ende des ersten Jahres, sie wahrscheinlich auch nie die Antwort bekommen werden, ja natürlich ist das so. Es hängt auch immer vom Kind ab,
wie weit man kommt. Also ich glaube, da ist ein Maßstab, den Sie jetzt gerade an Jeki anlegen, den man auch an Musikschularbeit anlegen würde. Es ist einfach sehr individuell und bei 60.000 Kindern ergibt sich einfach ein sehr, sehr differenziertes Bild. Darf ich aber noch einmal gerade auf ein Thema, was ich hatte ja gerade einen Aspekt vergessen, den würde ich jetzt gerne anbringen, weil er mir wirklich sehr am Herzen liegt. Sie sprachen von den Übergängerquoten, wie viele Kinder kommen an und so weiter und so fort. Es liegt mir wirklich sehr am Herzen, da einmal klarzumachen, dass also dieser Traum von der 100%-Quote einfach so nicht gelingt. Ich glaube, es gibt nichts auf dieser Welt, selbst der Fußball würde es nicht schaffen, wo man sagen würde, nach einer bestimmten Anzahl von Zeit, die man sich damit auseinandergesetzt haben, machen alle Kinder immer noch diese Aktivität weiter. Mir geht es vor allem darum, dass eben zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es von der Entwicklung des Kindes her wichtig ist, dass wenn es einen Zugang, also dass wenn es sich mit einem Instrument beschäftigen möchte, dass es nicht zu spät einen Impuls, eine Möglichkeit, einen Zugang bekommt, dass da die große Chance eröffnet ist, über Jeki ein Instrument kennenzulernen. Und die Möglichkeit besteht natürlich auch weiterzumachen. Aber ich glaube, es kommen nicht 100% am Ende des vierten Schuljahres an und das ist ein Beweis dafür, dass es nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist nur in einem System, wo man eben als Profilschule 100% der Kinder schlicht und einfach unterrichtet, weil es so vorgesehen ist, gegen ankommen kann. Das schafft, wie gesagt, noch nicht einmal der Fußball. Ich spreche auch nicht von 100%. Ich wollte nur mal wissen, wie viel Prozent es überhaupt sind. Denn wenn man sagt, man macht so ein Projekt, was ja auch wirklich viel Geld kostet, dann müsste man doch mal schauen, wie vielen Kindern es auch langfristig zugutekommt tatsächlich. Wie viele landen dann tatsächlich an einer Musikschule und vor allem, wie viele können an einer Musikschule nicht aufgenommen werden, weil die Jeki-Kinder bevorzugt aufgenommen werden. Ist das chancengerecht, wenn man jetzt sagt, meinetwegen 10% oder wie auch immer 50%, wie hoch die Zahl doch immer liegt, können jetzt weitermachen, können ihre Chancen verwirklichen, aber leider, die nicht an Jeki teilnehmen, haben keine Chance, an der Musikschule aufgenommen zu werden. Das heißt doch dann, dass die Chancengerechtigkeit des einen zulasten der Chancengerechtigkeit des anderen geht. Ich würde gerne noch eine Frage anschließen, nämlich die, haben denn alle Jeki-Kinder überhaupt die Möglichkeit, hinter an einer Musikschule weiterzumachen? Auch Stichwort Teilhabe von sogenannten bildungsfernen Kindern, deren Eltern dann vielleicht das auch nicht mehr bezahlen können. Mhm. Also Anschlussfrage an das, was Frau Bossen gerade gefragt hat. Also Jeki ist Teil der Musikschule. In Nordrhein-Westfalen haben wir einfach die Situation, dass wir im Gegensatz zu beispielsweise den Jeki-Programmen, die in Sachsen und in Hessen laufen, die Organisation des Programms nicht an den dortigen Landesverband der Musikschulen angedockt haben. Das ist der Historie des Programms geschuldet und vielleicht nicht ganz glücklich. Die Annäherung ist durchaus jetzt wieder auf dem Wege. Aber ich möchte einfach betonen, dass es nicht Jeki versus Musikschule gibt, sondern dass Jeki ein Teil der Musikschule ist. Das bedeutet, dass die Musikschule zum einen so planen muss, dass sie eben, wenn Kinder nach Jeki in die Musikschule gehen muss, das gibt es beispielsweise in einer Kommune, die bei uns unter Vertrag steht, dass ganz definitiv die Kinder, die an Jeki teilnehmen, einen Platz bekommen, was aber nicht heißt, dass es keine anderen Kinder mehr gibt, die dort dann sozusagen den zweiten Einstieg haben. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das Stichwort Teilhabe vielleicht noch. Also wie finanzieren Sie das dann auch? Oder was machen die Kinder, deren Eltern das nicht wollen oder nicht mitbezahlen können? Innerhalb also der ersten vier Schuljahre ist das ja ganz klar, da gibt es ja die Sozialbefreiung. Danach ist es tatsächlich so, dass dann die Kommune ja über ihre, Jeki ist Teil der Musikschule, das heißt, es geht danach weiter. Also Jeki kann nicht den Anspruch erfüllen, dass es von der Wiege bis zur Bahre inklusive Sozialbefreiung alle Kinder, allen Kindern und Jugendlichen und späteren Erwachsenen die Möglichkeit geben kann, ohne weitere Zahlung an einem Musikunterricht teilzunehmen. Aber ich frage mal ganz ketzerisch, wenn es das nicht geht, das ist ja auch ein sehr, sehr hoher Anspruch, soll man dann es sein lassen, wenigstens für diese vier Jahre den Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie diesen Zugang bekommen? Das hängt ganz davon ab, was dabei rauskommt nach vier Jahren. Man muss eben schauen, was bringt es tatsächlich wirklich an Teilhabegerechtigkeit? Was ist eigentlich musikalische Teilhabe? Kann ich das nur haben, wenn ich ein Instrument lerne? Kann ich das nicht vielleicht auch haben, wenn ich tanze, wenn ich improvisiere oder wenn ich singe? Das muss man ja erst mal klären. Also was ist eigentlich genau das Ziel? Was soll kulturelle Teilhabe sein? Zum Beispiel verändern sich die Musikpräferenzen der Kinder, die an Jeki teilgenommen haben. Gehen die öfter ins Konzert? Was für Konzerte besuchen sie denn? Was verändert sich eigentlich? Das ist ja nicht geklärt zurzeit. Frau Walter? Also zum einen
in Bezug auf die Frage, ob es Singen und Tanzen und andere Elemente, ob das auch möglich wäre. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kinder ein Instrument in die Hand bekommen. Wir merken immer wieder, wenn die Kinder nach dem ersten Schuljahr das erste Mal die Instrumente in die Hand gedrückt bekommen und damit vom Schulhof gehen und in den Unterricht gehen, dass da ein unglaublicher Stolz da ist. Also ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass die Instrumente, die wir in unserer Musikwelt als traditionelle Musikinstrumente entwickelt haben, dass die auch wirklich eins zu eins den Kindern in die Hände kommen. Ich kann jetzt nicht mit einer Studie aufwarten, die besagt, die jetzt 25-Jährigen, die früher als 6-Jährige Jeki-Unterricht hatten, haben das und das in ihrem Selbstkonzept anders als die Kinder, die keinen Jeki hatten. Soweit sind wir einfach noch nicht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, ob ein Kind 4 Jahre lang Jeki-Unterricht hatte oder nicht. Mhm. Welchen Unterschied macht es? Genau das ist meine Frage. Welchen Unterschied, worum geht es hier eigentlich bei der Chancengerechtigkeit und Teilhabe? Wenn wir sagen Chancengerechtigkeit, meint es den Ausgleich von Bildungsbenachteiligungen. Nur um welchen Ausgleich, welche Bildungsbenachteiligung, welche Chancen habe ich denn, wenn ich ein Instrument lerne gegenüber denjenigen, die das eben nicht lernen? Das hätte ich schon gerne mal konkreter. Sie haben sich aktiv mit der Welt der Musik auseinandergesetzt, nicht nur in Form von Rezeption, sondern Sie haben selber das Erlebnis der Selbstwirksamkeit gehabt, einen Ton zu produzieren, eine Melodie zu spielen, zu wissen, wie es sich anfühlt, ein Instrument, das heißt ja Mittel, ne, also auf Lateinisch, in die Hand zu nehmen, was dazu geeignet ist, diese Töne hervorzulocken. Sie haben dadurch die Möglichkeit gehabt, vielleicht auf eine etwas elementarere Art und Weise, als wenn Sie das bis zum Jugendmusiziert-Bundeswettbewerbsniveau durchführen, aber in musikalische Formen hineinzuschnuppern. Also ich glaube, es macht einen Unterschied. Ja, aber ich weiß immer noch nicht genau, was Ihnen das jetzt eigentlich bringt für Ihr Leben sozusagen. Ja, also das ist natürlich eine sehr weitgehende musikpädagogische Frage, über die Sie sich dann hoffentlich weiter austauschen können. Frau Walter und Frau Bossen haben sich heute zum ersten Mal persönlich getroffen, obwohl sie natürlich schon viel voneinander und übereinander gelesen haben. Ich freue mich sehr, dass Sie miteinander ins Gespräch gekommen sind, so angeregt. Bevor wir jetzt leider schon wieder Schluss machen müssen und ich hoffe, dass Sie dann vielleicht am Tisch oder in anderen Gesprächen weiter darüber diskutieren, möchte ich gerne noch so eine Schlussfrage stellen, nämlich eigentlich heißt unsere Diskussion ja Jeki im Fokus, wie geht es weiter? Frau Walter, Sie sind noch nicht ganz so lange bei der Stiftung dabei, Sie sind vielleicht auch mit neuen Ideen angetreten. Wie geht es denn weiter? Gibt es eine Tendenz, irgendwas zu verändern? Geht es überhaupt weiter? Wie sieht es aus? Natürlich geht es weiter. Wir sind im Moment in einer Neukonzeptionierung, die zum einen das Ziel hat, tatsächlich auf das gesamte Land Nordrhein-Westfalen zu gehen. Wir sind ja im Moment nur in den 53 Kommunen des Ruhrgebiets, die davon mitgemacht haben, 42 sind es. Und jetzt stehen also die knapp 400 Gemeinden von ganz Nordrhein-Westfalen sozusagen vor uns, die wir auch mit dem Programm, in das Programm aufnehmen möchten. Gibt es dafür das Geld? Ja, es gibt zusätzliches Geld. Es wird also definitiv nicht so sein, dass dasselbe Geld für eine größere Menge reichen soll, sondern es gibt tatsächlich auch mehr Geld für dieses Programm. Vielleicht erklärt das auch schon die Frage, dass es weitergeht, denn ich glaube, also ein Programm, was sogar jetzt mehr Geld bekommt als das, was wir im Moment fürs Ruhrgebiet zur Verfügung bekommen, das kann man schon als relativ gesichert betrachten. Sicher kann ein Programm der musikalischen Bildung im Sinne von wie ein allgemeinbildender Schulunterricht nie sein, weil es immer im Bereich einer freiwilligen Aufgabe sein wird, aber wenn man in der Mittelfrist Finanzplanung des Landes verankert ist und das mit größer werdenden Summen, also sicherer geht es eigentlich nicht. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich im inhaltlichen Bereich die eine oder andere Sache in Angriff nehmen, die uns natürlich in dem derzeitigen Konzept aufgefallen ist, dass sie vielleicht noch optimiert werden kann. Ich kann jetzt noch nicht alles dazu sagen, weil wir sind im Prozess der Neuentwicklung und viele Sachen sind einfach noch nicht spruchreif, aber vielleicht als kleiner Preview. Das Programm soll sehr stark flexibilisiert werden. Das heißt also, das, was im Moment ist, dass also man durch das Lehrwerk eigentlich ziemlich genau sagen kann, was wir uns vorstellen, was in den jeweiligen Unterrichten passiert, das soll insoweit aufgehoben werden, als dass man mehr Freiheit bekommt, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen in Bezug auf Zeit und Geld sehr frei zu agieren. Das kann auch beispielsweise in Richtung einem Klassenmusizieren gehen. Es soll auch 2 neue Schwerpunkte geben im Bereich von Singen und Tanzen. Das heißt also, diese sehr starke Gängelung wird tatsächlich aufgehoben werden. Ganz wichtig ist auch, dass das gemeinsame Musizieren, das ist eigentlich, kann man sagen, das Paradigma der Neukonzeptionierung in der inhaltlichen Art und Weise, dass das gemeinsame Musizieren noch stärker in den Mittelpunkt rutscht. Also das heißt, dass wir nicht mehr
erst den Kindern einen Instrumentalunterricht geben und wenn sie dann nach so diesem etwas althergebrachten Credo ein bisschen was gelernt haben auf dem Instrument, dann dürfen sie auch mal mit anderen Kindern gemeinsam spielen, sondern nein, das soll Hand in Hand gehen. Das ist dann natürlich eine sehr elementare Art und Weise des gemeinsamen Musizierens, aber es ist im Prinzip ein Paradigmenwechsel, nicht im Sinne von, ich muss erst ein Instrument lernen, damit ich mit anderen Kindern gemeinsam spielen kann, sondern es geht eigentlich von vornherein darum, mit den anderen Kindern gemeinsam sich musisch zu betätigen. Und der Instrumentalunterricht ist im gewissen Sinne die Unterstützung dafür, dass das auch gelingt. Denn das kann man natürlich nicht weglassen, das ist ganz klar. Frau Bossen, es geht weiter, das haben Sie gehört. Was wünschen Sie sich? Ich bin jetzt erstmal etwas besorgt, weil das Projekt ja offensichtlich verschlechtert wird. Denn wenn das Beste das Lernen eines Instruments ist und die Kinder jetzt doch singen und tanzen sollen, dann ist das ja eigentlich eine Verschlechterung. Also, wir werden sehen. Ich würde sagen, es ist eine Erweiterung. Okay. Dass Sie sich das ja vorher gerade selber gewünscht haben, gehe ich mal davon aus, dass Sie tatsächlich weiter im Gespräch bleiben. Okay. Herzlichen Dank, dass Sie beide gekommen sind und sich hier auch sehr intensiv ausgetauscht haben über jedem Kind ein Instrument. Und wir wünschen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.